Woher kommt eigentlich mein Strom in Vorarlberg? Dazu müssen wir im Groben zwei Dinge unterscheiden. Punkt 1. Wie viel Strom brauchen wir? Und wie viel Strom wird in Vorarlberg erzeugt? Das ist der gesamte Stromverbrauch für ein Jahr in Vorarlberg, also 100%. Rund 3% davon werden aus unterschiedlichen erneuerbaren Energiequellen, wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen, direkt ins Netz gespeist. Etwas mehr als 80% werden innerhalb der Landesgrenzen aus Vorarlberger Wasserkraft erzeugt. Das sind die Kraftwerke der Illwerke VKW, auch die Pumpspeicherkraftwerke, sowie die Wasserkraftwerke der ÖBB und auch private Kleinwasserkraftanlagen. Das bedeutet, damit die Rechnung am Ende aufgeht, müsste Vorarlberg rund 17% Strom importieren. Kommen wir zu Punkt 2. Betrachten wir jetzt die Endkundenversorgung durch die Illwerke VKW. Halten wir zuerst fest, das Versorgungsgebiet der Illwerke VKW umfasst neben Vorarlberg auch historisch gewachsen noch das Westallgäu. Zudem versorgen wir noch Kundinnen und Kunden anderer Bundesländer. Das Gefäß für die Endkundenversorgung muss also größer sein. Der Bedarf ist höher. Um diesen Bedarf zu decken, steht der Illwerke VKW nun aber nicht das gesamte erste Gefäß zur Verfügung. Ein Teil ist wie gesagt importiert. Ein Teil wird von den ÖBB und anderen Erzeugern produziert. Ein wesentlicher Teil der Erzeugung ist zudem hochwertige Spitzen- und Regelenergie. Dieses besondere Stromprodukt wird zur Stabilisierung des europäischen Verbundnetzes und für den Ausbau erneuerbarer Energieträger dringend benötigt. Bleibt also noch die restliche in Vorarlberg erzeugte Energie aus Wasserkraft, um den Verbrauch aller unserer Endkunden abzudecken. Dazu kommt noch ein Anteil aus österreichischer Wasserkraft, aus langjährigen Bezugsrechten der Illwerke VKW an Kraftwerken an der Donau. Je nachdem, wie viel es regnet und schneit, stehen uns damit insgesamt 40-50% aus eigener Erzeugung zur Verfügung. Den Rest des benötigten Stroms muss die Illwerke VKW zukaufen. Warum weist meine Stromrechnung nun aber insgesamt 87% Wasserkraft aus? Das ist eine Bilanzfrage. Also, wir hatten bereits die Wasserkraft-Eigenerzeugung der Illwerke VKW und den Bezug aus den Donaukraftwerken ausgewiesen. Für den restlichen Teil der Herkunftsbilanz des Stroms für die Endkundinnen und Endkunden erwirbt die Illwerke VKW schließlich Herkunftsnachweise, die belegen, dass der von uns zugekaufte Strom auch tatsächlich aus Wasserkraft stammt. Zum Beispiel aus Vorarlberger Kleinwasserkraftwerken. Daher Strom zu 87% aus Wasserkraft und zu 100% aus anderen erneuerbaren Quellen.